Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute mit dem Thema, welche ist die beste und die einfachste Software für Trading-Einsteiger? Ich habe hierzu mein eigenes Video schon mal gemacht, aber da nicht speziell darüber gesprochen, welche Software ist die beste, aus meiner Sicht, werde ich heute auf jeden Fall dir genau zeigen, sondern vielmehr, wie findest du als Trading-Einsteiger die richtige Software für dich, ja, für deine Bedürfnisse? Was hast du eigentlich vor mit dem Trading und wie du da genau die richtige für dich findest? Aber lass uns zurückgehen. Heute, worum geht es? Um genau die Software, die ich als Profi-Trader auch als die beste empfinde für Einsteiger. Ich nutze sie selbst sehr aktiv, aber was macht eigentlich eine gute Software und vor allem auch für Einsteiger verständliche Software aus? Genau wie ich es gerade schon meinte. Erstens, sie ist einfach zu verstehen und vor allem auch einfach zu bedienen. Das nächste ist, dass du nicht an einen Broker gebunden bist. Oft ist es ja so, kennst du vermutlich aus tausenden Werbungen, erstell dir jetzt hier ein Trading-Konto, trade sofort los, wir bieten dir auch die Trading-Plattform. Ja, aber woher sollst du wissen, welches das Richtige ist? Und meistens ist es natürlich so, dass du dein Geld hinüberweist und du verlierst es. Warum? Weil du noch nicht die Ahnung hast vom Traden. Und das sollte das Wichtigste ja erstmal sein, dass du das Traden lernst. Und genau dafür ist die Software, die Plattform, die App, wo wir heute drüber sprechen, genau die richtige. Sodass du jetzt erstmal das Laufen lernst und das komplette den Markt verstehst, das Trading verstehst. Und hier habe ich übrigens auch eigene Videos bei YouTube gemacht, wenn dich das Thema interessiert. Also einfach mal die Märkte richtig zu verstehen, dass du es dann auch direkt für dich anwenden kannst. Warum steigen Märkte? Warum fallen Märkte? Warum bewegen sie sich seitwärts? Und vor allem, welche Marktteilnehmer beeinflussen den Markt eigentlich wirklich, sodass wir dann auch lernen können, wie wir diesen Marktteilnehmern folgen. Also guckst du dir sehr gerne an. Jetzt würde ich sagen, lass uns mal auf den PC rüberwechseln und dann zeige ich dir genau das, wovon ich spreche und gebe dir dafür ein Verständnis, wie du sie anwenden kannst, sodass du danach dann auch direkt loslegen kannst, wenn du magst. Okay, also lass uns mal rüberwechseln. So, und da sind wir schon. Jetzt siehst du auch direkt, welche Software ich hier meine. Und zwar nennt sie sich TradingView. Es ist eine Software, die auf dem Browser basiert, also du kannst sie direkt im Browser aufrufen, du kannst sie aber auch in deinem als Application, als App auf deinem Handy installieren. Funktioniert genauso gut, funktioniert genauso einfach, kann ich auch gerne nochmal ein eigenes Video zu machen, wenn dich das interessiert, aber lass uns einfach mal hier rein starten. TradingView ist die größte Finanzplattform auf der ganzen Welt und wenn man einfach überlegt, das zeige ich dir jetzt, was heutzutage im Browser möglich ist, das finde ich einfach ziemlich crazy. Und hier siehst du auch direkt, wenn ich auf Chart geklickt habe, ich gehe nochmal zurück, dass du das nicht übersehen hast, ich gehe auf Produkte, auf Chart. Als allererstes musst du dir natürlich ein Konto erstellen. Das ist wichtig, damit du auch Sachen abspeichern kannst. Und sobald du dir dein eigenes Konto angelegt hast, kannst du hier über Produkte auf Chart wechseln. So, und schon sind wir drin, schon sind wir im Geschehen. Wir brauchen jetzt kein Konto bei irgendeinem Broker eröffnen und dann da endlich mal an den Märkten sehen, wie das Spiel läuft, sondern wir können das direkt hier machen. Du könntest auch sogar ohne Anmeldung machen, aber ich empfehle auf jeden Fall jedem, dass er sich hier einmal anmeldet. Ich kann unten auch mal einen Link einfügen, kannst du draufklicken und dich dann direkt darüber anmelden. Ja, es geht ganz einfach. So, was ich auch gemacht habe, du kannst, wenn du hier über diese drei Striche gehst, dir ein dunkles Design auswählen. Normalerweise ist das weiß. Das sieht ganz schlimm aus, wie ich finde. Und deswegen wechsle ich sofort auf das dunkle Design rüber. Und yes, lass uns doch mal eine Übersicht über das ganze Thema uns machen. Erstmal habe ich hier auf der rechten Seite meine Watchlist. Hier habe ich Märkte drin, die ich sehr gerne beobachte. Für dich ist es natürlich dann auch wichtig, herauszufinden, welche Märkte möchtest du eigentlich traden. Ja, deswegen interessant, wichtig, schau gerne die ganzen Videos auf meinem YouTube-Kanal, spreche ich sehr viel drüber. Unter anderem trade ich im S&P 500, der größte amerikanische Index. Das bedeutet, hier sind die 500 größten Unternehmen aus Amerika gelistet. Du kennst vielleicht den DAX. Ja, im DAX sind die 30 größten Unternehmen aus Deutschland gelistet. Was schon mal sehr interessant ist an der Stelle, aber ich würde sagen, um hier für ein tiefes Verständnis zu sorgen, ist das Video nicht genau das Richtige. Deswegen, da gibt es noch genug andere. Okay, also, aber lass uns mal weiter zurückgehen. Was für dich jetzt wichtig ist, ist erstmal einen Chart zu sehen und diesen Chart kennenzulernen. Das hast du hier in der Mitte. Was du machen kannst, ist über die Zeitachse kannst du den ganzen Chart kleiner ziehen. Dann siehst du den aktualisierter, sehe ich auch, wenn ich nach links gehe, dann geht er immer weiter in die Vergangenheit zurück. Ich kann aber auch die Preisachse ziehen, um dann die ganzen Kerzen, die du hier siehst, größer zu machen. Guck mal, ich kann das auseinanderziehen und dann wird es insgesamt alles größer. So wie ich gerade schon meinte, das, was du hier siehst, sind Kerzen. Man kann hier oben auch die Ansicht komplett ändern. Ist für dich aber erstmal gar nicht wichtig, weil du möchtest was? Du möchtest Trading kennenlernen. Du bist ein Trading-Einsteiger und möchtest doch erstmal die Märkte verstehen lernen. Mithilfe natürlich des richtigen Wissens.
und dann hier es leicht umzusetzen. Was kannst du hier außerdem tun? Also du kannst deine eigene Watchlist anlegen, dass du dann Märkte immer wieder analysieren kannst. Wir können auch sagen, du möchtest dir jetzt mal den Bitcoin angucken, den habe ich mir hier bereits angelegt. Du möchtest dir gerne Ethereum angucken, den könnte ich auch hier direkt machen. Was du siehst, ich habe hier immer lilane Bereiche. Ja, dazu bei meinem Instagram-Kanal habe ich auch schon mal einiges zu gesagt und auch meine Stories immer wieder, wie ich die Märkte analysiere. Und genau, was ist jetzt außerdem für dich wichtig? Was kannst du tun? Du kannst hier oben draufklicken und sagen, welchen Markt möchtest du gern suchen. Wir könnten jetzt mal diesen DAX suchen. Ja, den kennen ja die meisten. Das Kürzel hier ist FDAX, das ist ein Futures. Hier ist es dann auch interessant, wenn du sagst, komm, ich interessiere mich für den und für den und für den Markt, dass du dort einfach auch im Internet mal schaust, welche Märkte gibt es, sodass du dann auch nach den Kürzeln suchen kannst. Ich könnte natürlich auch hier nach dem DAX einfach suchen. Wichtig ist für mich zu verstehen, okay, der DAX ist ein Future, ist ein deutscher Markt, also müsste ich ihn mir hier erstmal raussuchen. Und zwar hier würde ich ihn finden, DAX Future. Okay, wenn wir jetzt über den amerikanischen S&P 500 sprechen, würde ich, weil ich das Kürzel kenne, nach dem ES suchen. Und dann finde ich ihn auch direkt Futures, an der CME liegt er. Ich könnte natürlich auch S&P suchen, hoppala. Ich habe die amerikanische Tastatur hier, S&P 500 und sehe hier, okay, jetzt haben wir hier einen CFD. Ich müsste dann jetzt hier erstmal raussuchen, ah okay, das ist der MES, der Micro-ES. Wo finde ich jetzt eigentlich den? Hier sehe ich, da, E-Mini. Und schwupps, habe ich ihn geöffnet, siehst du hier, ne, wie ich das auch eh schon gemacht habe. Das ist erstmal an allererster Stelle für dich wichtig zu wissen als Einsteiger. Was haben wir außerdem für Möglichkeiten? Dass wir die Kerzen uns einstellen, wie lang soll eine Kerze eigentlich gehen. Ich habe hier aktuell ausgewählt, dass eine Kerze sich eine Stunde lang bildet. Wir könnten jetzt auch sagen, dass eine Kerze sich jeweils 15 Minuten lang bildet und dann kommt eine neue Kerze. Und schon würde das Thema ganz anders aussehen. Siehst du hier, wir haben wenn eine Bewegung aufwärts geht, geht diese Bewegung viel länger aufwärts, als dass sie unter einer Stunde aufwärts geht. Logisch, denke ich mal. Ne? Wie gesagt, hier haben wir auch unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. Ich habe gerne die Kerzen einfach für den einfachen Überblick. Ich kann Indikatoren hinzufügen. Wenn das Thema dich interessiert, kann ich gerne zum Thema Indikatoren nochmal eigene Videos machen. Ist jetzt hier gar nicht so wichtig, sondern was auch interessant ist, ist das, was wir hier auf der rechten Seite haben. Wir haben hier direkt einen einfachen Überblick über den Markt. Ja, was ist der aktuelle Preis? Was ist die Veränderung am heutigen Tage? Ja, was hier gerechnet wird, ist immer von 0 Uhr, ist der heutige Tag. Und wie sind die Marktteilnehmer gestimmt? Sind sie eher auf Kaufen? Sind sie auf Verkaufen gestimmt? Und so weiter und so fort. Was jetzt für dich wichtig ist, noch zu verstehen, gebe ich dir kurz einen Einblick, ist das Thema, wie funktioniert eigentlich ein Markt? Ein Markt wechselt immer zwischen steigenden und fallenden Phasen, aber natürlich auch Seitwärtsphasen. Wie kannst du das hier erkennen? Guck mal, wir haben hier auf der linken Seite noch ein Zeichentool. Ich könnte jetzt hier einfach mal den Pinsel nehmen und sagen, okay, ich erkenne, dass wir hier eine Seitwärtsphase haben. Ich erkenne hier ganz klar, dass der Markt hier fällt. Ich sehe hier auch über einen längeren Zeitraum, dass der Markt steigt und hier bewegt er sich eigentlich wieder in einer Seitwärtsphase. Okay, so eine Sachen kann ich auf den ersten Blick erkennen. Und vor allem kommen wir nochmal zurück zum Thema beste Software für Trading-Einsteiger. Was ist für den Trading-Einsteiger am wichtigsten? Dass sie einfach zu bedienen ist und leicht zu verstehen. Und das ist natürlich genau das, was du hier bekommst. Ja, du hast ein leichtes und schnelles Verständnis. Du kannst die Märkte dir ganz schnell anschauen. Du kannst dir die Märkte in Sekunden heraussuchen, kannst sie analysieren und das Wissen, was du jetzt sammelst, entweder über meine YouTube-Videos oder natürlich auch sehr gerne über unsere Akademie, wo wir dich komplett begleiten, vom Einsteiger zum professionellen Trader. Dort kannst du das Wissen, was du dort erlangst, auch später auch in dieser Software hier testen und anwenden. Natürlich kommt es später, je weiter du bist, dass du dann auch nochmal andere richtige Trading-Software nutzt, mit der du tagtäglich tradest. Aber an dem Punkt nochmal, ich als Profi nutze TradingView auch sehr, sehr häufig. Ich bin jeden Tag da drin, alleine schon, um meine Kryptos zu analysieren, mir hier interessante Bereiche herauszusuchen. Das siehst du ja auch hier, wie bei mir diese Bereiche aussehen. Und genau diese Bereiche kannst du dir auch ziehen. Das gebe ich dir nur kurz mit auf den Weg. Und zwar, indem ich mir hier links-rechtsklick drauf mache, wähle mir das Rechteck aus und markiere mir hier für mich einen interessanten Bereich. Ich kann dann, wenn ich hier draufklicke, außerdem auch das Ganze noch bearbeiten. Siehst du hier oben. Ich könnte hier dann auswählen, dass sich das nach rechts verlängert. Ansonsten würde dieser Bereich nur so klein aussehen. Schau mal, ja, weil den habe ich mir ja nur so groß gezogen. Ich könnte auch sagen, dass er sich nach links verlängert. Je nachdem, wie ich es für mich gerne habe, welche Farbe ich haben möchte und so weiter und so fort.
Bevor wir hier zum Abschluss kommen, nochmal gehe ich auf die linke Leiste nochmal kurz ein. Wir haben hier unterschiedliche Hilfsmittel, die wir verwenden können für uns. Ja, egal, was du im Internet lernst und siehst, kannst du die meisten Dinge genau hierüber anwenden. Aber mir wäre hier wichtig, ja, dass du dich auf einen Kern konzentrierst, dass du nicht zu viele verschiedene Sachen versuchst und ausprobierst, sondern ganz klar lernst, die Märkte zu verstehen und darauf dann aufbaust. Okay, das war's auch schon zum Einblick in TradingView. Wenn du sagst, komm Markus, ich würde viel mehr gerne über TradingView erfahren, dann schreib es sehr gerne in die Kommentare rein, lass auch gerne ein Like da. Dann weiß ich, dass das Video natürlich auch genau die richtigen angesprochen hat. Und dann mache ich da sehr gerne nochmal weitere Videos zu. Zum Abschluss möchte ich dir nochmal mit auf den Weg geben als Trading-Einsteiger, was ist besonders wichtig. Fang nicht zu früh an, mit echtem Geld zu traden und versuch nicht zu schnell irgendwas zu erzwingen, sondern beschäftige dich erstmal mit der Thematik, arbeite dich in diese Software ein, lerne hier erstmal den Grund kennen, die Märkte zu verstehen und geh dann weiter. Ja, verschwende nicht irgendwo unnötig Geld, nur weil dir ein Broker da sagt, hier kannst du besonders ganz schnell und einfach Geld verdienen. Schnell und einfach funktioniert Trading nicht, weil Trading ist ein Bereich, der natürlich dir sehr viel in der Zukunft bieten kann, wenn du es meisterst, aber der Weg dahin bedeutet natürlich auch bereit zu sein, durch Höhen und durch Tiefen zu gehen, viel zu lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen, zu reflektieren und hiermit immer besser zu werden, weil es einfach eine Disziplin, ja, die sehr, sehr, sehr lukrativ ist, deswegen wollen es auch viele machen, aber trotzdem ganz wichtig, das Verständnis dahinter, du lernst es nicht über Nacht. Wie lange brauchst du für eine Berufsausbildung? In der Regel 3 Jahre. So lange brauchst du in der Regel nicht für das Thema Trading, aber selbst wenn es so lange dauern würde, guck mal, was hast du danach für Möglichkeiten? Komplett ortsunabhängig zu arbeiten. Du hast keinen Chef mehr, der dir irgendwas sagt. Du kannst traden, wann du willst, zu welcher Uhrzeit du möchtest und vor allem, du kannst auch selbst beeinflussen, wie viel Geld du in Zukunft verdienen wirst. Okay, deswegen lass dir da gerne Zeit. Stell mir auch gerne Fragen. Folge mir auch bei Instagram bei markusschulz.official. Ganz wichtig, da gibt es einige Fake-Accounts. Es gibt nur diesen einen Account von mir. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier bei YouTube. Und wie gesagt, lass gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.